Gut, jetzt folgt die Riemenmontage. Da habe ich mir hier diesen HTD 5M Riemen bestellt. Der ist 25 mm breit. Und ich werde den auch wieder verlinken. Ich glaube, dass das 10 Meter sind. Bin mir nicht sicher. Muss ich nochmal nachschauen. Für die lange Achse, für die Motoren, habe ich mir so Zahnriemenrollen hier bestellt. Mit so Taper-Spannbuchsen werden die dann befestigt. Habe ich vorher auch noch nie gemacht gehabt. Da muss man wirklich nur aufschauen, wenn man hier diese Spannbuchse in diese Zahnriemenrolle rein drückt, dass es wirklich plan ist und nicht raussteht. Weil wenn es ein bisschen raussteht und man schraubt hier die Madenschrauben rein, dann spannt er nicht wirklich. Genau, und diese Zahnriemen oder diese Buchsen werden jetzt eben dann hier befestigt an jedem Motor. Der Riemen wird an den Platten und an dieser Spannvorrichtung dann geklemmt und läuft hier um die Rolle rum. Ich werde das Ganze jetzt mal montieren. Also erst den Riemen auf die richtige Länge kürzen und dann mal schauen, wie das so funktioniert. Okay, der Riemen ist jetzt montiert. Und zwar einmal hier hinten an dieser Klemmplatte und die andere Seite an der Klemmplatte. Und ja, ich habe jetzt hier erstmal eine Gewindestange genommen, da brauche ich noch passende Schrauben von der Länge her zum Spannen vom Riemen. Und ich habe den jetzt erstmal leicht gespannt. Hinten die Taper-Spannbuchsen mit dem Zahnriemenrad habe ich jetzt noch nicht festgeschraubt, also es dreht jetzt noch leer durch. Dass ich den noch jetzt während dem Aufbau bewegen kann. Und da muss man dann später einfach noch hier diese Madenschraube reinschrauben, dass der fest ist. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche. Da sieht man jetzt mal die andere Seite und ja, hier geht es sich so ein bisschen knapp aus mit den Muttern unten. Aber es geht noch. Also da ist noch Luft dazwischen. Sollte also kein Problem sein. Vom Aufbau her, der hintere Riemen, der hier, der läuft leicht schräg. Und die anderen beiden, also das andere Ende quasi, die laufen gerade. Also einmal der Riemen hier läuft in gerader Linie zu der Spannplatte oder Befestigungsplatte. Und hier genauso. Der läuft auch parallel zum Tisch, zu dieser Spannplatte. Ja, der ist soweit aufgebaut. Hier sieht man die Stopper nochmal. Da werde ich noch längere Schrauben reinmachen, weil es ein bisschen knapp unten ausgeht. Genau. Im nächsten Schritt werde ich dann, denke ich mal, den Laufwagen, die Laufkatze für die kurze Achse in Angriff nehmen.